Bei unvergleichlichem Wetter hat Arlesheim am vergangenen Samstag das 150-jährige Jubiläum vom Musikverein gefeiert. Zum Anlass ist die Vertretung von der Partnergemeinde Satigny eingeladen worden. Es ist schön, können wir das kombinieren, 150 Jahre Musikverein. Das gibt einen super Rahmen auch für das Treffen zwischen den beiden Gemeinden, Satigny und Arlesheim. Wir haben ja heute eins von diesen vier Treffen, die wir organisieren, dieses Jahr hier bei uns in Arlesheim, wo wir eine Delegation vom Conseil Municipal von Satigny, das ist der Einwohnerrat von Satigny, bei uns empfangen. Und sie sind begleitet durch zwei Offiziere von der Feuerwehr von Satigny. Was bedeutet die Partnerschaft? Wir sind ja dran, die Partnerschaft zwischen den beiden Gemeinden zu institutionalisieren. Das heisst, die beiden Gemeinderäte haben jetzt einen Partnerschaftsvertrag gut geheissen, wo wir Ziel dieser Partnerschaft drin aufführen, wo wir aber auch Beispiele aufführen von gemeinsamen Aktivitäten, die entstehen könnten. Und das Ziel ist eigentlich, dass die Gemeinden über die nächsten Jahre der Bevölkerung und auch den Vereinen und Institutionen von Arlesheim und Satigny einen Rahmen geben für gemeinsamen Austausch, wo man Leute von der anderen Sprachregion, von der anderen Kulturregion, die aber auch in der Schweiz ist, besser kennenlernen kann. Wie erlebt die Delegation von Satigny ihre deutschsprachige Partnergemeinde? Alors, meine Erfahrung d'Arlesheim, elle est excellente. Parce que vous avez un magnifique patrimoine. C'est un village très joli, très arborisé. Vous avez plus de 50% de forêt. Ce qui est aujourd'hui extraordinaire, c'est que comme la commune de Satigny recherche également à augmenter la quantité des arbres, parce que je crois que c'est très important dans une commune. Votre commune a beaucoup de patrimoine culturel, des bâtiments magnifiques. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que Arlesheim a su et sait garder toute son histoire et son historique. Et je pense qu'en Suisse, ça devient très très important de garder, de conserver notre histoire et notre identité. Wie geht es mit dem Partnerschaftsvertrag weiter? Planen im Herbst, denn, dass die Partnerschaft auch im Alltag sichtbar wird. Wir werden den Partnerschaftsvertrag feierlich unterzeichnen zwischen den Gemeinden und an den Ortseingängen dann auch Partnerschaftstafeln aufhängen, dass man im Alltag eben daran erinnert wird, dass Arlesheim auch eine Partnerschaftsgemeinde in Genf, im Kanton Genf hat und in Satigny dasselbe. In Satigny wird das gefeiert am 3. September, anlässlich vom Fête de la Vogue, was dort stattfindet, und in Arlesheim am 22. Oktober. Anlässlich vom Herbstmarkt. Im Domgarten hat dann offiziell die Verdankung zum Jubiläum des Musikvereins stattgefunden. Was sind die heutigen Anforderungen an einen Musikverein? Also es ist ein riesengroßer Spagat, wo man muss Tradition berücksichtigen von früher, wo man halt eben auch mit der Uniform, aber auch die klassische Bluesmusik, wo man muss hochleben, aber wir müssen auch mit der Zeit gehen, wir müssen neue Mitglieder können haben. Es ist in der Bluesmusikszene relativ schwierig, weil nicht mehr alle spielen einfach ein Bluesmusikinstrument. Es ist schwierig, Nachwuchs zu finden. Und es ist aber auch eine tolle Herausforderung. Es gibt ganz neue Wege. Wir wollen hier auch eben interessante Feste bieten. Wir wollen Partnerschaften eingehen mit anderen Vereinen. Wir haben jetzt auch für das Fest haben wir relativ viel zusammen mit anderen Vereinen organisiert, wenn man es nicht mehr alleine machen kann. Und dass man hier halt auch ein bisschen moderner wird und offen ist für neue Sachen. Und auch neue Projekte. Eben jetzt auch auf dem Dom. Das ist, der Domplatz, das ist so eine schöne Umgebung, eine wunderbare Kulisse. Das ist geeignet, um tolle Projekte zu machen und eben auch in Zukunft die Tradition aufrechtzuerhalten, aber eben auch zu begeistern mit modernen Sachen. Wie haltet ihr so ein hohes Niveau? Das ist so ein Balanceakt zwischen Fordern, leicht überfordern, aber dann auch wieder sagen, ja, jetzt nehmen wir uns aber wieder Zeit und so. Und dann tut man das über ein halbes Jahr, über ein ganzes Jahr, das Thema anschauen. Und irgendwann ist es heiss. Und dann nehme ich mir den nächsten, gehe ich nachher zum nächsten Ziel. Und dann funktioniert das, dass sie besser werden, obwohl sie es freiwillig machen. Ein Höhepunkt vom Oben war die Welturaufführung von einem Stück von Luis Almeida. Und der Musikverein ist damit dem Lob des Gemeindepräsidenten mehr als gerecht worden. Der Musikverein ist einer der ältesten Vereine in der Gemeinde Arlesheim.
Während Jahrzehnten ist es immer jetzt eine Institution gewesen, wo Generationen von Arlesheimerinnen und Arlesheimer Mitglied gewesen sind, aktiv oder passiv. Und der Musikverein hat über Jahrzehnte immer wieder Aktivitäten und Anlässe von der Gemeinde musikalisch und kulturell bereichert. Er ist sicher eine Institution. 150 Jahre alt wird nicht jeder Verein. Das ist ein extrem hohes Alter. Und wir hoffen, dass es auch noch viele Jahrzehnte weitergeht mit dem Musikverein Arlesheim.